Tierfreundinnen und Tierfreunde. Den Anfang unserer aktuellen Folge macht wie meistens die Vermittlungsnachricht, die heute besonders schön ist, weil sie gleich mehrere Tiere betrifft. Der im Tierheim sehr scheue Kater Lenny, vorgestellt vor 2 Wochen, hat nun endlich ein Zuhause gefunden. Außerdem hat der am vergangenen Freitag vorgestellte aufgeweckte Fundhund Hundefreunde gefunden, die ihn nach der Bleibepflicht aufnehmen wollen. Auch die 3 Schafe, ebenfalls am vergangenen Freitag vorgestellt, haben einen Interessenten gefunden. Das sind Vermittlungserfolge, die Tiere brauchen. Heute sucht Tierheimleiterin Katrin Mattes für einen vom Veterinäramt eingewiesenen 3 Jahre alten Kater neue Katzenfreunde, die ihm ein artgerechtes, liebevolles Zuhause geben können. Das schöne Tier trägt den Namen Püppchen. Püppchen lebte mit 2 älteren Katern und mehreren Kleintieren in schlechter, nicht artgerechter Haltung. Seine Katzenfreunde sind inzwischen vermittelt worden. Kater Püppchen fühlt sich nun allein. Er ist ein anhänglicher, unkomplizierter, sehr netter Kater. Streicheleinheiten liebt er über alles. In der Arche Noah geht Püppchen sehr gerne in den Freilauf, sodass die Tierheimleiterin der Meinung ist, Püppchen hätte im neuen Zuhause sicher gern Freigang. Natürlich musste er erst langsam daran gewöhnt werden. Die schöne schwarz-weiße Schmusebacke könnte problemlos auch zu Katzenfreunde Anfänger gegeben werden. Kinder und Artgenossen können gerne im neuen Zuhause sein. Wie Püppchen sich mit Hunden verhält, ist nicht bekannt. Er wurde in der Arche Noah kastriert und sorgt somit nicht mehr für ungewollten Nachwuchs.